Ja, hallo. Heutiger Beginn zum Vlog. Will ich kurzes Unboxing durchführen, beziehungsweise was alles so die Woche so passiert ist und gekommen ist. Als erstes habe ich heute schon mal vom Sandstrahlen den Motordeckel bekommen. Der soll in so einem Kräusellack lackiert werden und dann bei mir an den Start kommen. Aber das kann wahrscheinlich erst im nächsten Sommer, wenn da irgendwas noch mit dem Motor passiert ist. Dann heute eine Post. Ich habe vor kurzem, das kann man auch auf meinem alten Kanal sehen, Red Rod Motors in Ungarn. Ich habe meinen Seitendeckel vom Star verloren und mir dementsprechend jetzt bei Red Rod Motors welche aus GFK bestellt und bin mal auf die Verarbeitung gespannt. Dann packen wir mal rein. Gefärbten GFK gefertigt und auf den ersten Blick sieht es so aus, wie wenn man die auch direkt verbauen könnte. Und was da fehlt, sind diese Gummieinsätze. Die habe ich dann aber schon mit dem letzten Paket von der Ostoase bestellt. Da muss ich noch mal gucken, wo die liegen. Gut. Bierpreis bremst. Guten Tag und willkommen bei Zwiewerk Selbstpfalz. Heute machen wir Öl. Was machen wir? Bierpreis bremst. Ölfiltergehäuse. Dichtung. Ölfiltergehäuse, Dichtung am Enser BMW Cabrio. So mache ich das immer mit dem Fernseher. Da ist er, der Hühnerschrecke. Scheiß Wetter. Ja. Ich habe mir gerade vor 10 Minuten den Martin geschrieben, dass er noch eine Distanzhülse bzw. Hülse für den Vergaser Zwischenflansch braucht. Und dann bauen wir jetzt halt noch schnell. Es ist nämlich schon 10:30 und drucken den noch schnell, dass der dann demnächst seine neue Vergaser montieren kann. Kleiner Tipp, also Nummernschilder auf keinen Fall mit FS-Drosselklappe Cleaner putzen, weil da geht die Farbe ab. Scheiß Wetter!
So, jetzt sind wir da gerade ein bisschen unterwegs beim grauen Star. Jetzt, das tut mich ein bisschen beruhigen. Also entweder läuft sie noch viel zu fett oder wir haben ein Problem mit der Kurbelwelle Simmering. Ich habe mir vorsichtshalber neue Simmering, neue Lager und neuer Dichtsatz bestellt. Ja, die Legende besagt, dass wenn der Martin das Mobil die Treppe nun erschafft, dann kommt das in den Keller. Und wenn das im Keller ist, dann wird da irgendwas umgebaut. Da sind wir mal gespannt.